Schritt für Schritt schneller im Simracing werden, das ist eigentlich ganz einfach, wenn man die richtigen Schritte kennt. Servus und super, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge im 42SimStudio. Mein Name ist Lukas Niederscheider und ich bringe dir regelmäßig Videos im Bereich DIY bzw. Tipps und Tricks, um dein Simracing-Erlebnis auf ein neues Level zu bringen. Schau auch gerne mal auf Social Media vorbei, dort bringe ich nämlich zusätzlich Content zum Thema Simracing und auch zum Thema Motorsport, weil ich natürlich auch im Thema Motorsport immer noch ganz tief drinnen bin. Und wenn du vielleicht das erste Mal dabei bist oder vielleicht das zweite oder auch dritte Mal, aber bis jetzt noch nicht sicher warst, soll ich abonnieren, ist der Kanal wirklich was für mich? Ich würde mich brutal darüber freuen, wenn du ein Abo da lässt für mich, unterstützt mich einfach extrem auf meinem weiteren Weg, möchte den Kanal wirklich noch groß machen und von daher unterstützt mich natürlich jedes kleine, klitzekleine Abo und bin da super dankbar dafür. Und bevor es jetzt richtig losgeht, möchte ich mich nochmal extrem bei euch bedanken, extrem bei dir bedanken. Wir haben jetzt dann schon über 300 Abos geschafft, sieht man hier oben gut, genau, also 100, 200, jetzt sind schon in Summe 300, beziehungsweise schon mehr als 300, geht schon auf die 400 zu. Das ist einfach mega, ich freue mich brutal drüber, ja, das pusht mich richtig, weiterhin Gas zu geben und von daher einfach nochmal großes, großes Dankeschön von meiner Seite. Dann würde ich sagen, legen wir los mit der Geschichte. Ich habe euch ja auf Instagram abstimmen lassen, was ihr für Video beim nächsten Mal haben wolltet und der Großteil war für ein Video zum Thema Driving, der kleinere Teil war für ein Video zum Thema DIY. Das bedeutet, heute kommt das Thema Driving und bis nächste Mal gibt es dann wieder ein Video zum Thema DIY. Und weil wir uns heute mit dem Thema Driving im Simracing beschäftigen und wie man da eben besser werden kann, habe ich mir so einen kleinen Leitfaden überlegt, ja, so vier Punkte, die die wirklich weiterbringen werden. Im Endeffekt ist es eine Step-by-Step-Anleitung. Es ist also wichtig, dass man wirklich mit Punkt 1 anfängt, 2, 3, 4 und in weiterer Folge das dann auch immer wieder wiederholt, weil so wirst du wirklich merken, du wirst schneller werden auf jeder Strecke. Es wird dir immens helfen und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Schritt 1 ist die richtige Linie. Die richtige Linie ist immens wichtig, ja, das ist quasi die Basis für unsere Rundenzeit, für unsere Simracing-Performance, weil die Linie sagt mir im Endeffekt, die Linie bestimmt, wie alles andere ausschaut. Ja, wie schaut mein Kurvenausgang aus, wie schaut der Kurveneingang aus, wie schaut es in der Kurve aus, aber die Linie bestimmt erstmal, wie generell das Ganze sich verhält und die Linie ist deshalb einfach mal das Wichtigste. So, und wie kommt man jetzt zur richtigen Linie, ja, wenn jetzt dann jemand wirklich komplett frisch ist beim Simracing und da wirklich noch nicht sehr viele Berührungspunkte damit hat, dann mag auch die Linie eine Herausforderung darstellen. Deswegen möchte ich das auch jetzt dann sehr genau durchnehmen und deswegen wollte ich einfach mit den Basics anfangen. Die Linie, da gibt es ein ganz einfaches Prinzip und zwar außen, innen, außen. Wir schauen uns jetzt einfach mal so eine klassische Kurve an. Lasurs in Spa, ja, die erste Kurve nach Start und Ziel. Das ist einfach mehr oder weniger eine Haarnadelkurve und da sehen wir ganz schön, man kommt von außen, dann zieht man den Wagen schön nach innen und dann geht es wieder nach außen. Warum macht man das Ganze? Durch dieses Außen-Innen-Außen-Prinzip haben wir eben den größtmöglichen Kurvenradius gewählt. Das bedeutet, dass man in der Kurve die größte Geschwindigkeit wählen kann und auch das Fahrzeug dementsprechend richtig positioniert, vor allem Richtung Kurvenausgang, um dann auch wieder früh ans Gas gehen zu können. Und deshalb ist einfach die Linie so extrem wichtig. Allerdings gibt es natürlich Ausnahmen. Wir sprechen vom Außen-Innen-Außen-Prinzip, aber wenn wir Kurvenkombinationen haben, ja, wir schauen jetzt uns zum Beispiel hier nach der Camel Straight die Kombination von Lecombe an und hier ist es dann ganz wichtig, nach der Rechts-Links-Kombination kommt nochmal eine Rechtskurve und dementsprechend muss man hier jetzt ein bisschen investieren. Man kann also quasi aus dieser Linkskurve raus nicht sich ganz nach rechts tragen lassen, weil wir sonst nicht mehr schön links rüberkommen und werden dementsprechend auch den Eingang der Kurve, die dann rechts rüber geht, eben nicht richtig erwischen und dementsprechend auch den Ausgang nicht. Also in Kurvenkombinationen ist es wiederum wichtig, ein bisschen innerhalb zu investieren und uns dann auf die letzte Kurve vorzubereiten. Und die letzte Kurve nach einer Kombination, die folgt dann wieder dem Prinzip außen, innen, außen. Warum das Ganze? Nach der letzten Kurve kommt natürlich eine längere Gerade oder beziehungsweise einfach mal eine Gerade. Und auf der Gerade, da machen wir einfach den Großteil der Zeit gut, weil wir da einfach auch voll am Gas stehen können. Das heißt, je früher wir ans Gas gehen können, desto besser ist es grundsätzlich. Eines mag noch dazu gesagt sein, die Linie, die ist manchmal so ein bisschen Unterschied, vor allem in langgezogenen Kurven, da kann die Linie sich wirklich unterscheiden von den verschiedenen Fahrzeugtypen, ja, wo ein
ja, ein aerodynamisch bevorteiligtes Auto, wie zum Beispiel ein Formelauto, vielleicht noch eine etwas rundere Linie fährt, so fährt ein Fahrzeug mit viel Power, aber eher weniger Downforce, eher eine V-Linie, ja, um wirklich früh voll ans Gas gehen zu können, weil es nicht so viel mit Corner Speed übertragen kann bzw. gehen kann. Und deswegen ist da auch immer so ein bisschen ein Unterschied zu den einzelnen Fahrzeugtypen, aber im Grundsatz, wie gesagt, gilt halt dieses Prinzip außen, innen, außen und bei Kombinationen an der letzten Kurve. Der zweite Schritt ist dann der Kurvenausgang. Das heißt, wir konzentrieren uns nicht in erster Linie mal spät zu bremsen und reinzuschießen und alle Kraft auf die Bremse und voll in die volle Kanone da in die Kurve rein und dann irgendwie nur aus der Kurve rauskommen, sondern wichtig ist mal schön aus der Kurve rauszukommen, weil nach der Kurve kommt die Gerade und da holen wir die Zeit, wir schauen, dass wir früh ans Gas gehen können und dementsprechend mal den Entry, den Kurveneingang mal so ein bisschen hinten anstellen. Wir schauen erstmal, okay, passt die Linie? Wenn die Linie passt, positionieren wir uns schön Richtung Scheitelpunkt, dass wir früh wieder ans Gas gehen können. Das ist ganz wichtig. Und dann holen wir uns erstmal einen guten Kurvenausgang. Da können wir dann auch im Rennen zum Beispiel dann gut überholen, ja, die anderen Autos ausbeschleunigen. Guter Kurvenausgang ist extrem wichtig, wenn man verfolgt wird von einem anderen Fahrzeug, dass man sich absetzen kann vom Hintermann. Also ein guter Kurvenausgang ist eigentlich nach der richtigen Linie der nächste Schritt, der extrem wichtig ist. Auch hier gibt es wieder so ein, ja, allgemein bekanntes Prinzip, das heißt Slow In, Fast Out. Und das trifft schon zu, also lieber im Eingang ein bisschen investieren, aber dafür im Ausgang dann richtig schön ans Gas gehen. Der dritte Punkt, das ist dann der Kurveneingang. Jetzt schauen wir, okay, der Ausgang passt, wir wissen, wo wir ans Gas gehen. Jetzt versuchen wir den Eingang dementsprechend dazu noch hinzukriegen. Wir schauen wirklich so spät wie möglich zu bremsen, aber so, dass unser Kurvenausgang nicht drunter leidet. Sobald unser Kurvenausgang drunter leidet, passt es nicht mehr. Das heißt, wir schauen so spät wie möglich bremsen zu können, das Auto auch schön dann rotieren zu können. Aber wichtig ist, den Kurvenausgang nicht zu vernachlässigen, den Kurvenausgang nicht irgendwie zu verschlechtern, sondern wirklich den Kurveneingang auszurichten auf den Kurvenausgang. Wenn wir dann eben den Kurveneingang verbessern, dann kommt auch noch das Thema Trailbraking zum Beispiel zum Einsatz. Das heißt, wir bremsen nicht nur auf der Geraden und lenken dann ein und rollen in die Kurve, sondern wir bremsen halt auch ein bisschen in die Kurve. Ja, das ist dann schon so etwas fortgeschrittenere Technik, das ist wichtig dann, um auch Gewicht auf die Vorderachse zu bringen. Das Auto lenkt bei höherer Geschwindigkeit trotzdem noch ein. Also das ist dann wirklich so, wo man dann den Kurveneingang auch wirklich verbessern kann. Und als viertes kommen wir dann eben zum Thema Mid-Corner, also Kurvenmitte. Wir haben den Eingang, ja, wir bremsen, wir fangen an reinzulenken. Und dann gibt es aber das Stück, wo wir quasi vom ersten Drittel der Kurve bis zum zweiten Drittel der Kurve kommen. Ja, so quasi vom bisschen Teil vom Einlenken hin bis zum circa zum Scheitelpunkt, wo dann der Kurvenausgang wieder anfängt mit Gas geben. Und dieser Bereich, ja, dieser Bereich von kurz vor Kurvenmitte zum Scheitelpunkt hin, der ist ganz wichtig. Das ist zwar nicht der Punkt, wo man super viel Zeit holt, deswegen ist es auch der letzte Schritt in dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung, aber das ist der Punkt, wo man so noch ein bisschen was rausholt. Wenn man schaut, in dem Bereich noch ein bisschen früher von der Bremse zu gehen in erster Linie und ein bisschen mehr Rollspeed auch durch die Kurve bringt, ein bisschen höhere Geschwindigkeit durch die Kurve fährt, dann kann man da so pro Kurve ja vielleicht so ein halbes Zehntel rausholen. Das klingt jetzt am Anfang nicht viel, aber wenn wir eine Runde haben mit 10 Kurven, dann ist es trotzdem eine halbe Sekunde, die man nur dadurch holt. Und so muss man auch rechnen. Ja? Immer überall ein bisschen ein kleines Stückchen rausholen, dann ist es am Ende, summiert sich das Ganze und ist am Ende dann dementsprechend doch ein ganz großes Stück an Zeit, das wir gewinnen. Und wenn wir dann wissen, okay, jetzt passt auch mit Corner ganz gut, dann schauen wir uns wieder die Linie an. Dann schauen wir wieder, okay, vielleicht gibt es da, hier und da noch einen kleinen, ja, eine kleine Anpassungsmöglichkeit, eine kleine Verbesserungsmöglichkeit von der Linie. Vielleicht passt der Winkel bei der einen oder anderen Kurve noch nicht so gut. Am Scheitelpunkt kann ich mich noch vielleicht besser positionieren. Das heißt, ich gehe dann auch wieder dahin zur Linie. Dann schaue ich mal wieder den Kurvenausgang an. Vielleicht kann ich doch irgendwo, durch das, dass ich die Linie angepasst habe, jetzt doch noch früher irgendwo ans Gas gehen. Und dann schauen wir das Bremsen an. Okay, wenn ich das angepasst habe, wie schaut es mit der Bremse aus? Kann ich vielleicht nur ein bisschen weiter von außen kommen oder ist spitzer rein vielleicht doch besser? Auch da bei der Bremse bzw. Linie dann wieder anpassen. Das heißt, es ist dann auch so ein kleines Zusammenspiel und in letzter Folge dann auch wieder schauen, okay, wie kann ich meinen Mid-Corner wieder anpassen, um auch da wieder weiterzuarbeiten. Und somit könnt ihr euch einfach super effizient weiterentwickeln auf einer Strecke, die ihr schon kennt. Und vor allem auch auf einer Strecke, wo ihr das erste Mal seid. Durch dieses Rädchen, ja, durch diesen Zyklus durchgehen und dann sich einfach immer Step by Step schön verbessern. Wir fassen also nochmal zusammen. Punkt 1, die Linie. Schöne Linie wählen. Punkt 2, der richtige Kurvenausgang. Punkt 3,
der richtige Kurveneingang und Punkt 4, die richtige Kurvenmitte. Und diese vier Punkte immer schön im Zyklus durcharbeiten, dann wirst du auf jeden Fall, das garantiere ich dir, sehr viel schneller lernen und sehr viel schneller auf ein gutes Niveau kommen. Und einen Tipp, den möchte ich dir jetzt am Ende des Videos noch mitgeben. Schau auf jeden Fall, dass du immer nur eine Sache umsetzt. Also zuerst mal nur die Linie. Es ist so der Klassiker, dass man irgendwie eine Linie und gleich gut ans Gas und spät reinbremsen und dann vertut man sich, dann rutscht man von der Fläche, von der Strecke und irgendwie fährt man dann Runde um Runde um Runde, fährt vielleicht 20 Minuten im Kreis und ja, vielleicht kennt ihr das, irgendwie landet ihr ständig in der Wiese und das haut gar nicht hin. Das liegt meistens daran, dass man zu viel auf einmal will. Erstmal schön auf die Linie schauen. Egal, dann ist halt der Bremspunkt zu früh, dann sind wir halt erst zu spät am Gas. Aber erstmal die Linie reinkriegen, mal 3-4 Runden schön Linie fahren. Okay, hier links rum, okay, ein bisschen späterer Scheitel, fühlt sich besser an, etc. Dann mal schauen, okay, ich bleibe jetzt immer noch ein bisschen zu früh auf der Bremse, löse den noch etwas früher, rolle in die Kurve rein. Aber jetzt schaue ich einfach, früh ins Gas zu gehen. Und dann arbeite ich mich so durch, aber wirklich Step by Step, immer eins zu einer Zeit und das eine wirklich auf ein gutes Level bringen, ich will jetzt gar nicht sagen perfektionieren, aber das eine auf ein gutes Level bringen und dann erst das nächste und dann das nächste und dann das nächste und dann wieder von vorne und so weiter, dann wird dir das extrem helfen, du wirst viel schneller einfach vorankommen. So, und bevor ich mir jetzt noch dreimal wiederhole, würde ich sagen, war es das auch schon wieder für heute. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen, ich hoffe, du konntest was lernen, das ist mir ganz, ganz wichtig. Mir macht es einfach Spaß, da Wissen weiterzugeben und einfach ja, jeden Simracer so ein bisschen zu helfen, der sich das Video anschaut, besser zu werden. Ich finde es einfach ein super geiles Thema. Ja, Simracing, es macht mir ja brutal viel Spaß. Ich würde gerne viel öfter drauf sitzen, wenn es die Zeit zulassen würde. Und von daher möchte ich auch einfach ja, jedem so ein bisschen die Möglichkeit geben, da besser zu werden und einfach Spaß zu haben an der ganzen Geschichte. Lass auf jeden Fall gerne Feedback da in den Kommentaren oder zumindest mal ein Like unter dem Video, das würde mich brutal freuen. Und nochmal der Hinweis, falls du das erste Mal dabei bist oder das zweite, dritte Mal, aber noch nicht so sicher warst bis jetzt, ich würde mich brutal über Abo freuen, ja, das unterstützt mich einfach mega. Also von daher sage ich jetzt schon nochmal Danke für das Abo, was du mir jetzt gibst. Und ja, in weiterer Folge würde ich einfach sagen, mach's gut. Viel Spaß weiterhin beim Simracing, viel Spaß beim Umsetzen der neuen Tricks und Tipps und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei einer neuen Folge im Vorletzter Sim Studio. Mach's gut und schönen Tag noch.